I don't need no one to say you're complicated. 'Cause I knew from the start this might be overrated. It's so typical, you wanna give it one more. Ich bin gerade hier in Anatolien gelandet. Und der Flughafen Kayseri, von dem ich gerade komme, liegt ganz geradeaus in diese Richtung. Mein Hotel liegt im Stadtzentrum, aber wenn ich zum Skifahren wollen würde, müsste ich diese Straße nur ganz geradeaus weiterfolgen und ich würde im Skigebiet landen. Und hier in Kayseri und Umgebung werde ich die nächsten Tage verbringen und euch ein bisschen die Gegend zeigen. Oh, I gotta wake up. This might be a breakup. 'Cause I don't believe you when you say that you miss me. 'Cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. So, kommen wir zu den Fakten vom Skigebiet am Erdschirs. Und zwar sind die Liftanlagen dort nagelneu. Es gibt 2 Gondelbahnen, 12 Sesselbahnen, einen Schlepplift und 3 Zauberteppiche. Sie erschließen insgesamt 100 Pistenkilometer, aber zusätzlich gibt es noch ein nahezu endloses Tiefschneeareal, welches wie auch die Pisten absolut baumfrei ist. Außerdem gibt es nahezu keine Lawinengefahr. Der Erdschirs ist 3.917 Meter hoch und somit der sechsthöchste Berg der Türkei. Das Skigebiet geht von 2000 auf 3400 Meter und es ist eine Skisaison von Dezember bis Mitte April. Außerdem sind es nur 20 Minuten mit dem Auto vom Airport Kayseri zum ersten Skilift.
befinde mich gerade im Herzen Kayseris. Hinter mir seht ihr das Winetime Grand Hotel. Hier darf ich in nächster Zeit wohnen. Und wenn ihr mal ein bisschen mit hier rüber schaut, hier ist die Hauptmoschee Kayseris. Hier ist eine alte Burg. Und da ist ein Uhrturm. Das hinter mir, das sind die Fairy Chimneys und es sieht zwar so aus, als hätte jemand einen Stein auf diese Spitzen draufgelegt, dem ist aber nicht so. Das obendrauf ist Vulkangestein aus dem Erdschiers, das ist übrigens der Berg, auf dem ich auch Skifahren gehe, und das unten drunter ist weicheres Sandstein und einfach durch Verwitterung spült es immer wieder mehr von diesem Sandgestein weg und oben bleibt dieses Vulkangestein liegen, dadurch gibt es diesen Stein auf dieser Spitze. Leider wird es natürlich so sein, dass im Laufe der Jahre irgendwann das Ganze zusammenbricht. Aber aktuell sieht es halt noch so aus. Ich stehe gerade auf der Dachterrasse von meinem Hotel und mir zu Füßen die Kayseri. Ihr seht das alles, ist die Stadt. Sie ist relativ groß mit 1,3 Millionen Einwohnern und liegt ungefähr auf einer Seehöhe von 1000 Metern. Und wenn ihr mit mir mal darunter schaut, hier unten seht ihr die Hauptmoschee und gleich dahinter den Bazar. Hier ist ein kleiner Uhrturm und da hinten ist das Forum, ein wundervolles Einkaufszentrum. Und wenn ihr darüber schaut, das ist leider gerade etwas in den Wolken verborgen, der Erdschiers. We'll be right back.
game, I am willing to jump. Cause I've been thinking about crossing the line and just giving. Can I feel it the way I do? Cause I've been thinking about you all the time. Can't get enough. I wanna make it with you. This time I'm gonna be through. Only you move to the rhythm. Wieder einmal ist der letzte Abend angebrochen von einem Urlaub, dieses Mal im abenteuerlichsten Projekt, das du bisher für Ich will Schnee gemacht hast. Kurz erstmal gefragt, wie hat dir Skifahren mit einem orientalischen Touch in Zentralanatolien gefallen? Klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber erstaunlich gut. Es war, das Skifahrwetter war ein Traum und Skifahren am Erdschirr ist einfach unglaublich schön. Also es ist eine wunderschöne Landschaft. Dadurch, dass es absolut baumfrei ist, es ist einfach so geschwungen und alles sehr, sehr weich. Und das Skifahren macht einfach unglaublich viel Spaß. Und der Schnee im Verhältnis zu unserem deutschen Schnee, leider dieses Jahr ein Traum. Gab es irgendwo dieses Jahr schon mal besseres Wetter oder besseren Schnee für dich bei den Projekten, wo du unterwegs warst? Leider nein. So gesehen, also das Wetter, wir hatten die letzten Tage keine Wolke am Himmel. Es war relativ warm und trotzdem war der Schnee super. Also das war bisher nicht besser. Aber man muss auch dazu sagen, heute hat man uns bei der Liftgesellschaft gesagt gehabt, dass wir die besten zwei Tage der Saison erlebt haben. Also dementsprechend, es war wirklich eins mit Sternchen und wir haben versucht Wolken zu zählen. Wie viele Wolken hatten wir am Himmel? Ja, die letzten Tage keine. So, aber nicht immer ist gutes Wetter, obwohl man hier eine riesen Chance auf gutes Wetter hat, weil man ja allein schon auf der Höhe von Malta Skifahren geht. Da sind die Zeiten, wo es Niederschläge gibt, ja schon mal eng umrissener. Aber wenn man nach Kitzbühel fährt, kann man Skifahren, Skifahren oder Skifahren. Und was macht man hier, wenn das Wetter nicht so gut ist? Man fährt nach Kappadokien. Mussten wir leider ja am ersten, oder mussten, wir wollten ja sowieso hin, aber am ersten Tag war das Wetter tatsächlich jetzt nicht so prickelnd. Das war mehr so etwas aprillastig. Es hatte so ein bisschen von allem. Und wir haben uns Kappadokien angeschaut und es war absolut wundervoll. Also wer jemals irgendwie die Möglichkeit bekommt, da hinzukommen, muss es sich unbedingt anschauen, weil ich war total überwältigt. Ich hatte keine Vorstellung davon und es war einfach richtig schön. Skifahren ist normalerweise sowas typisch Österreichisches. Dieses Skigebiet ist verdammt groß, hat über 100 Pistenkilometer, hat modernste Liftanlagen. Reicht das für einen kompletten Skiurlaub und wie lange steht man am Lift an? Also ich würde sagen, es reicht für einen kompletten Skiurlaub. Es hat auch für mich jetzt gereicht und das Ding ist, dass es sehr weitläufig ist. Das heißt, man kann natürlich nur einen Tag Skifahren gehen, aber es wäre schade drum, weil man schafft eigentlich das ganze Skigebiet nicht an einem Tag. Und selbst wenn man alle Lifte mal gefahren ist und alle Pisten mal gefahren ist, ist es so weitläufig, man kann so eine große und abwechslungsreiche Range an abseits den Pisten fahren, wenn man ein bisschen auf die Gesteine achtet, dass es eigentlich schade wäre, wenn man nicht länger bleibt. Und zum Thema Anstehen, es gibt einen Hauptlift, eine Gondel, wo die ganzen Anfänger fahren. Das ist die einzige, wo man Leute sieht. Und alle anderen, da muss man wirklich Leute auf den Pisten zählen. Man steht nirgends an. Ja, wie gesagt, also da solltet ihr euch auch unbedingt mal Lenas Lieblingspisten angucken. Da gibt es übrigens zwei aus Kayseri Erciyes und da könnt ihr dann mal sehen oder solltet ihr mal versuchen zu zählen, wie viele Menschen ihr auf der Piste seht. Und nein, die Pisten waren deswegen nicht extra abgesperrt. Lena, es
gibt hier zwei Möglichkeiten, wie man wohnen kann. Man kann einerseits oben am Lift wohnen, da gibt es eine ganze Menge Hotels, die werden auch weiterhin ausgebaut. Und andererseits kann man natürlich hier unten in Kayseri wohnen. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Also es hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile, das ist klar. Ich habe jetzt hier unten in der Stadt gewohnt und ich muss sagen, es hat den Vorteil, dass natürlich so ein Skitag auch irgendwann zu Ende geht. Spätestens um 5 Uhr machen die Lifte zu. Heißt, man möchte danach vielleicht noch was unternehmen, man möchte zum einen noch was essen gehen, man möchte vielleicht noch was anschauen oder shoppen gehen. Dann ist es natürlich besser, wenn man hier unten wohnt. Man ist total zentral und es ist alles fußläufig, man kann einfach noch was unternehmen. Was hingegen natürlich, wenn man am Skilift wohnt, schwierig wird. Dafür muss man natürlich auf die Piste, wenn man einen reinen Skiurlaub machen möchte, muss man nur einmal umfallen und man steht auf der Piste und braucht dann vielleicht kein Mietauto. Jetzt muss ich noch zwei Sachen nochmal hervorheben. 17 Uhr macht ein Großteil der Liftanlagen zu. In welchem Skigebiet in Europa ist das möglich? Und das Zweite, was ich dann noch sagen wollte, ist natürlich, die Hotels haben den gleichen Standard eigentlich wie in Deutschland. Da ist eigentlich nichts mehr unterschiedlich. Frühstück ist, glaube ich, auch intergalaktisch. Ja, Frühstück ist mehr als ausreichend. Es gibt, glaube ich, sogar schon Pommes frites und Zwiebelringe frittiert zum Frühstück, oder? Unter anderem täglich wechselnd, aber es gibt auch meistens so Wedges oder Kroketten und ja, Zwiebelringe und alles, was man sonst so braucht an Müsli, verschiedenen Broten, also es ist unendlich. Heute auf der Hütte waren es, glaube ich, 6,50 Euro für zwei Mittagessen plus Getränke, also ungefähr 60 türkische Lira. Ist das sehr repräsentativ für die Kosten, die hier ein Skiurlaub verursacht, oder sind die Hütten jetzt der große Ausreißer, dass das ganz besonders günstig wäre? Nein, also es ist wirklich sehr günstig hier allgemein, gerade das Essen, es ist ein Bruchteil von dem, was Essen bei uns in Deutschland kostet. Es ist deswegen aber kein schlechtes Essen. Ich habe heute zum Beispiel für ein Pide, das ja nahezu so groß ist wie eine Pizza, mit einem Getränk ungefähr 1,50 gezahlt, umgerechnet in Euro. Also es ist sehr, sehr billig und auch sonst hier, wenn man shoppen geht oder auch die Hotels, das war alles nicht wirklich teuer. Also man kann schon einen sehr, sehr günstigen Urlaub hier erleben. Es gibt eine ganze Menge Ressentiments, die Menschen haben, wenn sie an die Türkei aus Deutschland denken. Das fängt damit an, rückwärtsgewandt, das geht weiter, konservativ. Alle Frauen laufen mit Kopftuch rum. Man kann als Frau nicht alleine über die Straße gehen und vor allen Dingen darf man sich nicht wie eine Frau kleiden. Du warst jetzt länger hier. Was ist davon wahr und was ist Erfindung? Also ich muss sagen, ich hatte vielleicht auch dieselben Vorurteile über die Türkei, wie wir so alle haben. Und es wurde, glaube ich, gar keins davon bestätigt. Also die Leute sind wahnsinnig nett, was mir aufgefallen ist. Sehr, sehr freundlich, sehr, sehr zuvorkommend. Und von daher fühlt man sich eigentlich nicht irgendwie bedrängt oder komisch oder so, dass man Angst haben müsste auf der Straße. Ich würde vielleicht nicht nachts als Frau alleine rumlaufen, aber in welchem Land würde man denn das? Aber tagsüber hat man eigentlich keinerlei Bedenken. Oder wenn man mit zu zweit unterwegs ist, gerade mit einem Mann, glaube ich, dass es jetzt auch gar kein Problem wäre, es nachts rumzulaufen. Frauen mit Kopftüchern, ja, die gibt es, aber es sind nicht 100%, nicht mal ansatzweise 100%. Also gerade junge Mädels sind genauso wie ich auch sehr aufgehübscht und sehr, wie nennt man es denn? Ja, europäisch. Ja, genau, sehr hergerichtet unterwegs und es ist eigentlich wohl auch hier sehr normal, so rumzulaufen. Also ich bin vielleicht aufgefallen, weil ich nicht türkisch aussehe, aber nicht, weil ich so extrem angezogen bin. Und es ist sehr, sehr angenehm. Es wäre natürlich komisch, wenn man als einzige Frau europäisch angezogen, nennen wir es mal so, rumläuft zwischen Leuten, die sehr verhüllt sind. Dem ist nicht so. Also man fühlt sich da jetzt nicht irgendwie auffällig oder so. Genau, also nee. Kann man diese ganzen Vorurteile eigentlich beiseite schieben. Die Türkei ist sehr nett und es macht Spaß, hier zu sein. Da gibt es noch sowas Wichtiges, für manche Menschen alles entscheidend. Verständigung. Deutsch und Türkisch sind nicht unbedingt kompatibel und deutsches und türkisches Autofahren ist auch nicht unbedingt so sehr kompatibel. Was sind da so deine Erfahrungen? Also ja, Deutsch und Türkisch liegen sehr, sehr weit auseinander und auch das Türkische und das Englische sind sich wohl nicht ganz so nah. Also die Türken sprechen meistens nicht Englisch oder nur ganz wenig Englisch. Wo man durchkommt mit Englisch ist
klar funktioniert. Ansonsten muss man sich halt mit Händen und Füßen verständigen. Allerdings sind die Türken sehr nett und wollen eigentlich mit einem kommunizieren. Und gerade, sagen wir mal, in Restaurants sind sie bereit dazu, sich mit Händen und Füßen zu verständigen. Und dann kriegt man im Endeffekt schon, was man will. Man muss sich vielleicht etwas gestikulativ nachhelfen, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Was das Autofahren betrifft, ja, man sollte vielleicht etwas defensiv Autofahren und etwas vorsichtig, wenn man es denn vorhat, weil der Türke biegt auch einfach mal so irgendwie ab und bleibt auch mal mitten auf der Straße stehen und ja. Und ich glaube, auf Bergstraßen wird es dann ganz besonders interessant, wenn die zweispurig sind. Ja, also die Bergstraßen sind zweispurig, also das heißt, es gibt zwei Spuren für die linke Seite und zwei Spuren für die rechte Seite, aber die Leute schaffen es trotzdem, auf der ganz, ganz anderen Seite von der Gegenfahrbahn zu fahren. Also, darf vielleicht etwas vorsichtig sein. So, jetzt haben wir das dann gehört. Die Zeit geht ja leider zu Ende. Gibt es irgendwie eine Chance, dass man dich irgendwann am Erciyes in Kayseri oder auch Kappadokien wiederfindet? Oder wieder sieht? Also ich muss sagen, es hat mir ja wirklich sehr, sehr gut gefallen und es war einer meiner besten Skiurlaube, die ich jetzt hatte, und Skifahren am Erciyes ist einfach ein Traum. Ich muss es nochmal betonen, und von daher würde ich eigentlich schon sehr, sehr gerne wiederkommen. Wir genießen jetzt den letzten Abend in Kayseri und sagen Servus aus Anatolien.